So, ich habe mal Far Cry Primal gekauft. Ich habe noch nie einen Far Cry Teil gespielt, aber das sah eigentlich mal ganz interessant aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt suche ich mir das mal. Und ja, hier ist das Hauptmenü. Ich habe Optionen in Benchmark durchgeführt, gute Frame Drops gehabt, Drops nicht, sondern Frames. Und ich habe alles auf hoch gestellt. Alles hoch mit auch mit Anti-Aliasing, dies, das. So, jetzt gehen wir gleich direkt mal ins Spiel. Steuerung habe ich mir jetzt gerade nicht angeguckt, fällt mir gerade so ein. Schwierigkeitsgrad normal, Untertitel Deutsch. Durchsuchungsanimation an, okay. Alles klar. Start. Na, guck mal, was jetzt hier. Yeah, 10.000 before Christmas. Ends. Oder so. Keine Ahnung. Ubisoft. So, jetzt geht's los. Okay, so, jetzt geht's los. Kleine Einführung hier. Drücke C, um in die Hocke zu gehen und mal eben zu bleiben. Alles klar. Bleib in der Hocke. Vogel Dalso. Achso, und BCE heißt Before Christ oder Before Common Era oder sowas. Hab grad mal gegoogelt. Damas, Chadubi Dashimas,
Du Hadamas. Hi. Hätten Sie uns noch einen Gletscher? Cool. Sanhata Palu Shashwalin Shalamas. Mamath Guadmas Hahadamas Shuta Narimas. Dar, I want Mamath Ucham Shahdakar. No Mashwantar. Purha Shitaugash. Okay. Los, los, los. Erwischt, ja. Oh, jetzt brenne ich. Mach das Feuer aus. Upsi. Was ist das? Okay. So. Armes Mammut, tut mir leid. Aber die gibt's ja eh nicht mehr, ne? Ziele mit deinem Schwert, indem du den Rückschild drücke. Ja, jetzt habe ich keine Pins mehr. Ich will hier was aufsammeln. Ja. Kann ich den aufsammeln? Sorry, Mammut. Ich mag's ja eigentlich nicht, ne, wenn man in Spielen Tiere tötet, aber die meisten Tiere, die hier leben, gibt's ja eh nicht mehr. Ja, davon träume ich ab und zu mal nachts, sondern wache ich ruckartig auf, wenn ich irgendwo rauf falle. Tja, so schnell ist man alleine. Fahrt nach Urus. Erfolg freigeschaltet, hier geht's nach Urus. Das ist angezeigt. Hier war Sammler Rohstoff, um einen Bogen herzustellen. Okay. Alderholz, Schilf und Schiefer. Ist hier doch irgendwas bestehendes Schilf oder was? Ne, da. Da ist schon was. Okay, so geht das. Okay, okay, okay. Kann ich irgendwas sammeln? Ne. Wird
natürlich auch angezeigt, natürlich auf dem Map hier ist natürlich gut. Du kannst vorgedrückt halten, um deinen Jägerblick einzusetzen und Rohstoffe in der Umgebung zu finden, okay? Okay, das ist natürlich einfacher. Ein Jägerblick. So. Das ist natürlich easy. Das macht natürlich mehr Bock so als anders. Weil die Grafik ist echt fett. Und sonst kommen wir auch total durcheinander hier. So, gehen wir hier in den Baum rein, würde ich gerade sagen. So, das ist hier schon mal der handwerkliche Baum. So, kann ich noch was machen? Nö, noch nicht. Ah, okay. Weißt du jetzt nicht, wo die Pfeile herkommen, aber egal. So, Jagd. Okay, so. Was steht denn hier? Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke zum Ducken. C zum Ducken drücken, hä? Das ist irgendwie so. Halte V für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Geh nicht zu nah heran, einige Tiere fliegen, die wir sich entdecken. Okay. Ja. Also V. Jägerblick und C gedrückt halten. Ziegen. Finde ich dann die Ziegen. Kann ich schon mal hier mehr noch wieder was sammeln hier und so? Boah, ziemlich schlimm, ne? Kriege auch mehr Pfeile. Gucken. Wie viele Pfeile? Nö. Oh. Hier haben wir was gehört hier. Da. So, einen habe ich schon mal. Ja, noch mehr. Sorry, Ziege, aber ich habe Hunger. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Liegt immer noch. Das ist eine Verschwendung. Das finde ich gar nicht gut. So, wo geht's hier hin? Wo sind die nächsten Ziegen? Da rannten noch irgendwelche. Können die eh nicht raus aus dem Tal. Da. Headshot gibt's auch, oder was? Ja. Sorry. Ich höre auch auf, immer sorry zu sagen, aber. Das ist eigentlich nicht so gut, aber gut. Ich hab Hunger. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich die einfach mit, ey. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht haben die wieder gebrochen, oder was? Ist sie jetzt hingerannt? Da ist sie. Ah, komm, 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 komm. Erwischt oder? Juhu! War ein Shooter. Sorry, hab schon wieder gesagt. So. Okay, so. Schnell rennen wir mal schnell hin hier. Man hört nämlich den, Säbelzahntiger. Ist ja durch ein Säbelzahntiger, oder? Weiß gar nicht genau. Hochlaufen oder was ist das hier? Ganz schön viele Ziegen hier. Was ist los? Nimm erstmal alles mit. Wer weiß ja nie, was man noch gebrauchen kann, ne? Das sieht schon cool aus, so. Nice. Was ist los? Ach so, ich muss hier eine Feuerstelle anmachen. Alles klar. V.
finde einen Unterschlupf und entfache ein Lagerfeuer, okay? Schön warm jetzt. Oh ja, oh, wie ich es gerade merke doch. Jetzt schon Barbecue. Okay, jetzt soll ich direkt weitergehen? Falls dunkel, eine Keule um Feuer zu tragen. Okay. Du kannst eine Keule herstellen. Drücke I. Gut, mach jetzt mal. So, Keule, das ist die Keule. Ja. Updaten kann ich noch nicht, ne? Ne. Das ist noch ganz schön viel Kram, ey. Fähigkeiten, kann ich auch schon was einsetzen hier? Ne. Ganz großer Fähigkeitenbaum. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe Far Cry noch nie gespielt. Egal welchen Teil. Deswegen müssen wir orientieren hier. Ich hätte hier lieber meinen Bogen, ne? Entzünde deine Keule, um daraus eine Fackel zu machen. Okay. Folge den Venya-Spuren. Halte vorgedrückt und hier Blick. Gut. Ah, jetzt muss ich den hier bestimmt abfackeln. Fällt auch überhaupt nicht auf, nachts so ein Feuer zu machen. Auf Feuer da keinen Bock. Schon mal gut. Hier kann man so durch hier durch die Gegend gehen. Okay, das war jetzt automatisch gemacht, okay. Ich renne mal ein bisschen. Wolf. Bal Winja Guan. Okay. Wal Pura Guar Shitaugam. Ah, hinten ist er schon wieder. Ja, aber Feuer, Junge. Du hast Fell. Das heißt, wenn ich gleich attackierst, dann bist du dran. Sorry. Ich hab schon wieder sorry gesagt. Oh. Kann ich einfach durchrennen hier? Ich probier's einfach mal. So geht's. Ah, okay, hier ist auch noch was drin. Was ist das hier? Feuerstelle. Okay. Nein, nicht ins Wasser, eigentlich die Fackel raus. Sehe ich gar nichts mehr. Na gut, hell genug ist da trotzdem noch kurz. Gott sei Dank. Knochen. Ah, ich nehme alles mit, was ich jetzt noch so ein bisschen finde. Nachher habe ich dann noch so einen Fight oder was, dann habe ich nichts. Tasche mit Holz ist voll, okay. Da oben rannte doch jemand.
War ich eben schon so schnell, dass die KI nicht mehr weglaufen konnte, oder was? Was soll das denn hier sein? Das ist einfach nur Holz, oder was? Ich renne jetzt einfach mal schnell durch hier. Ups. Hier noch irgendwie die Fackel wieder anmachen? Oder? Entzünde Waffen im Waffenrad, indem du Q gedrückt hältst und. Entzünden? Ah, okay, gut. Schon sagen. Kann ich hier die Dinger anzünden eigentlich? Jo, kann ich. Bringt das irgendwas? Ratten gab es ja auch schon. Ja. Na, hier soll ich dich. Scheiße, die Verkleidung geht jetzt aus. Was ist das? Hand. So, schnell schwimmen. Ich kann ja einmal durch hier. So, schnell vorangehen. Der die ganze Zeit, oder was ist da los? Da will ich aber nicht in den Nebel rein, du. Jetzt gehe ich noch drauf wegen Vergasung und so hier. Wer ist denn das? Komm ich hier nicht wieder hoch? Jetzt pupst er mich jetzt voll und dann falle ich tot um, oder was? Und ist jemand. Der geht auf ihn zu. Was muss ich machen? Ah, okay, das muss ich machen. Jetzt ist es ganz cool, das Spiel, du. Also gefällt mir. Dann von Oros, ich bin da, geil. Die hat Ohren abgeschnitten, oh mein Gott. Mi Kaua Ahatra Guama. Sie hat ganz schön viele Ohren um den Hals gehängt. Guama. Sie schneiden sie nicht meine ab.
Ja, läuft ja, würde ich sagen. Guter Fortschritt, ne? Ich glaube, einen großen Fail habe ich nicht begangen. Das tut mir sehr gut. Verletzte im Rücken. Bestimmt Betäubungsbären. Koala Yawinja. Udam Shajan. Winja Damsha. Hukujara. Udam. Pai Huwinja. Huguana. Winja. Haiwa Guasha. Santamsha. Orosu. Tigre dança do Sakui. Ai, volta lauba akista. Ni barra. Ja, ne? Suche Grünblätter, um Tigerwunde zu heilen. Ja. Da sind keine. Du findest Grünblätter bei Fluss. Ja, beim Fluss heißt das. Da muss ich ganz hin. Ja, das mache ich aber das nächste Mal, würde ich sagen. Jetzt mache ich erstmal hier Schluss, weil ich muss mich gleich zur Arbeit. Aber prinzipiell gefällt mir das Spiel. Also Grafik ist super, ne? Und, was man sieht und so, passt. Also gefällt mir. Und ich mache demnächst natürlich weiter. Ich werde das natürlich so weit spielen, wie es geht. Und dann mal gucken, wie gut ich bin und wie viel Fails ich noch mache. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dann.